Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Parking Tycoon. Ja, also ich habe jetzt mal die letzten beiden hier das die Parking Area 1 habe ich mal freigeschaltet, Road Asphalt und Ground Asphalt. Und jetzt haben wir Parking Area 2 geöffnet und siehe da, das ist ja mal oha. Hier haben wir jetzt Betonsäulen stehen. Da hinten haben wir jetzt noch mehr Area gekriegt. Also das Spiel wird, glaube ich, noch richtig lustig werden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn im Geschäft? Okay, da haben wir nur nichts weiter zugekommen. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist ja ganz okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich Straßenlaternen. Aber auf jeden Fall brauchen wir Zaun erstmal. Ist viel wichtiger als eine Laterne. Weil jetzt sind wir wieder vom Security-Bereich sehr schlecht. Und da müssen wir mal gucken mit den Mitarbeitern, dass das ein bisschen besser passt. Wir setzen jetzt hier auf jeden Fall mal eben noch ein paar Pflanzen hin. Ja. Gucken wir mal schnell. Ja, diskutier nicht. So. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch Mitarbeiter einstellen können. Es wäre ja super gut. Und wir müssen da mal alles sauber machen. Das ist auch noch wichtig. Weil wir haben wieder ganz viel Müll überall. Und jetzt können wir auch einen Cleaner einstellen. Das ist wunderprächtig. Wir haben nämlich gerade Stufe 4 erreicht. Zack. 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 So, dann da. Zack. 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 Hier auch noch. Zack. 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 Gut, dann brauchen wir nochmal zwei, drei weiße Pflanzen. Immer, wo ist mein Security? Du verziehst dich. Und zwar ganz schnell, mein Freund. Raus hier. Hau ab. Geh weg. So. Wir haben noch drei Zäune. Die können wir direkt da einsetzen. Das ist ja schon mal ganz gut. So, dann bestellen wir mal. Gucken wir auf jeden Fall mal Mitarbeiter. Wir können einen Cleaner einstellen. Ich würde sagen, wieso muss ich ihn jetzt schon wieder buchen? Wenn ich das auf Automatik lasse, dann müsste das ja eigentlich passen. So, automatisch. Automatisch immer wieder verlängern. So, dann lasse ich jetzt von 10 bis 18 Uhr auch einen Cleaner kommen. Ich hoffe, das bricht uns jetzt nicht das Genick, aber okay. Und, ey, geil. Dach Level 3. Oha. Aber kostet 1000, ein Dach kostet 1000 Dollar. Und Kamera. Und einen anderen Zaun. Huhuhuhu. Okay, warte mal. Wir nehmen mal zwei Kameras dabei. Und wir nehmen mal den Zaun dabei. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier ausschaut. Was ist hier los? Wo ist denn mein Parkplatz, Johnny Walker? Schrankenbediener. Wo ist der? Jetzt muss ich wieder alles alleine machen. Och, nicht. Ja, jetzt müssen wir bis 18 Uhr warten. Dann, also in Gamezeit. Dann können wir auf jeden Fall. Ja. So, das wird ja nur lustig. Das sind noch. Oh Gott. Ja, ich weiß, ich habe Ware bekommen. Muss ich noch annehmen. Und ich muss noch den Müll wegmachen. Also jetzt wird das langsam zum Ausmaß. Ja. Ich finde es schade, dass man die Mitarbeiter nicht immer engagieren kann, so dauerhaft, dass sie dann jedes Mal da sind.
Aber finden wir noch raus. Vielleicht geht das ja doch mit Automatik. Weiß ich ja nicht. Müssen wir mal schauen. So, und ich teste jetzt mal den neuen Zaun. Orten. Moment. Wegnehmen. Wegnehmen. Neuer Zaun haben wir hier. Ohohohohoho. Ja gut, der ist natürlich mega. Kannst den alten Zaun nicht upgraden, gell? Nein. Get the hell out of here. Aber ich habe den ja abgebaut und habe den neuen hingesetzt. So, Kameras. Wo können wir die denn hinsetzen? Gibt es bestimmt auch feste Punkte für. Hallo? Wo kann ich denn die hinsetzen? Ah, hier. Da eine. Aha. An den Betondingern. Okay. Ja, nö. Okay. Kann ich nur eine Kamera da hinsetzen? Das ist jetzt aber sehr komisch. Jo, anscheinend schon. Ja, eine Kamera geht nur. Die fährt meine Schranke kaputt! 419 Dollar ist jetzt eine einmal parken, ey. 446. Oh. Wir machen Kohle. Aber dafür ist meine Schranke jetzt kaputt. Die zweite. Da habe ich mehr keine Schranke mehr. Das war das ganze Soße. Und die Kartoffeln habe ich geschafft. Und du? Entschuldigung. So, ich brauche eine neue Schranke. Und danke, mein Schatz. So, und ich kaufe mal den dickeren Zaun. Weil eben für 4000. Ne? Für 2,5 kaufen wir mal Zaun. So, wo bleibt denn jetzt mein Parkplatzwächter? Der könnte auch mal aufschlagen. Da kommt Johnny Walker auf Graffiti. So, 334 Dollar bitte, danke. Ja, komm nur mal schön her. Komm mal her, mein Freund, komm her. Kriegst direkt eine Keule. Kriegst direkt die Keule. So, Kollege, so nicht hier. Den Müll müssen wir auch mal entsorgen. Aber jetzt gerade ist es schwierig. Weil ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich kann mich nicht um die Autos kümmern, um Schranken bauen, um Ware, um Müll, um Diebe, um alles. Das ist schwierig. Also, irgendwann nimmt es so ein Ausmaß, Micha, wo ein bisschen stressig wird. Ja, wenn du das Solo spielst, auf jeden Fall. Da kannst du ja nur Single spielen. Das ist kein Multiplayer-Spiel, ne? Ach so. Was hast du denn jetzt gedacht? Vielleicht Mitternacht, dass du ja als zweiter spielst? Nein, geht nicht. Gut. Rein Singleplay. Dann noch besser. Kommt drauf an. So. Jetzt könnte mal langsam der Parkplatz Johnny Walker ankommen hier. Mein Mitarbeiter. Ich habe mir einen Mitarbeiter eingestellt, eigentlich. Um mal im Schnitt checken. Ja, eigentlich müsste der jetzt kommen. Ja, da ist er ja. Aber ich kassiere mal für dich, Kollege. Sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Kamera aktiv. Ne? Schon mal
So, da haben wir auf jeden Fall auch anderen Zaun. Dann bauen wir den Zaun ab. Ne? Und platzieren den neuen Zaun. Oh, oh, oh. So. Ah, da kommt schon wieder Graffiti Walker. Ich sehe ihn schon wieder da anrennen. Wie viel Zäune habe ich noch von den dicken? 3. Okay. Eins. Zwei. 3. So, ja, also dein Hintergrund hört man übrigens. Leider. Danke. Hey, Graffiti Walker. Abmarsch. So, dann machen wir mal eben die Zäune, die normalen Zäune hier auch her. Haben wir ein paar, die ich abgebaut habe vorne. So. Ja, das ist aber gut. Da kann man die da abmachen und dann da wieder dran machen. Das ist nicht verkehrt. Das finde ich schon super gut. So, und leider hört man wieder meine Kinder. Die kriegen gleich beide Ärger. So, wir haben noch 5 von den stabileren Zäunen. 5. Hm. Dann machen wir die hier mal weg. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann nehmen wir die dicke Zäune jetzt dahin. Die sollten die aber nicht mehr kaputt kriegen, hoffe ich. Oder was sagst du, Micha? Von mir aus? Nee, doch nicht kaputt machen. Die dicken Zäune sollen nicht mehr kaputt gehen, hoffe ich. So. Oh Gott. Ich hab gedacht, das ist hier gleich Ende. Da geht ja noch weiter mit Zaun. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Cleaner das schafft, hier alle sauber zu machen. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Mal schauen. So, was sagt der Mitarbeiter? Hat der eigentlich alle? Ja, gut. Bei dem Cleaner bin ich dann mal nicht so gespannt. Bin ich mal gespannt. Okay. Ich würde sagen, damit wir ja mehr Einnahmen machen, machen wir mal eben das. Habe ich jetzt Road-Konzept oder habe ich jetzt Ground-Konzept? Weiß ich jetzt nicht. Ach, jetzt habe ich die Straße gebaut anstatt den Boden da. Ah! Egal, komm. Was soll's? Ist egal. Ach, guck mal. Kamera kann man auch jetzt hier mal angucken, immer so. Okay, haben wir noch was hier im Lager? Ich glaube nicht. Außer eine Kamera. Wofür die Kamera dann noch verwendbar ist, keine Ahnung. Ich glaube, die kann man gar nicht gebrauchen aktuell. Dann kann ich die mal hier verkaufen wieder. Tschüss. Auf jeden Fall ist der stabilere Zaun definitiv besser. Bringt mehr Reputation. So, 3000er könnte ich jetzt theoretisch sagen. Hinten den Ground fertig. So. Dann haben wir den Parkplatz soweit hergerichtet. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch... das wird aber heftig, Micha. Wisst ihr, wie viel Grünstreifen das hier werden? Holy crap. Alter. Okay.
egal, ich kann mich ums Bauen kümmern und so weiter und so weiter. Und alles andere macht da mein Mitarbeiter. So, wir machen mal auf jeden Fall eine Farbe. Kaufen wir. Oder? Warten wir mal. Ne, wir warten mal lieber. Bisschen Geld gemacht haben wir da. Ach, da kommt schon wieder der Deep Walker. Hey, get the hell out of here. Verzieh dich raus. So, dann nehmen wir mal. Dann machen wir mal, sagen wir mal, die Flaschenmale auf hier. Dann machen wir mal eben in der Zeit den Müll ein bisschen weg. So. Zack, zack. 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 Mein Fernseher ist leider auch schon rot gerade. Ja. Ach, geht da Frau im Bett oder was? Hm? Geht da Frau im Bett oder was? Ja. Jetzt schon? Mhm. Oder muss ich morgen arbeiten? Mhm. Der bleibt DVD schon. Ah. Na, hätte ja sein können, dass ich morgen schlafen muss oder so. Na. Nächste Woche. Oh so. So. Also, ich muss jetzt. Wo ist denn der Müllsack? Hier ist der Müllsack. So. Ja, eigentlich sollte der Cleaner das ja eigentlich schaffen. Hoffe ich. Bin mal gespannt. So. Problem ist. Ich brauche mehr Geld. Ein anderes Problem wird sein, das Geld zu bekommen. Denn ich würde gerne den Zaun weiter fortführen, aber auch Parkbuchten weiter einrichten. Ich würde aber eher sagen, ich mache jetzt mal Farbe da hinten hin. 1000. Ja, der ist doch da, warum hupst du? Hau ab! Der wird nicht gehobt. Auf jeden Fall gebe ich dir gut Geld. So, wenn ich dann gleich da hinten die anderen Parkbuchten eingerichtet habe, dann können ja noch mehr Autos parken und dann gebe ich noch mehr Geld. Nein, brauchst du nicht, Schatz. Das kann ich auch alleine. Muss das nicht machen, mein Schatz. Alles gut. Ich bring dir hin, alles. Mein Sohn ist zuckersüß. Ja, also, die Folge ist damit zu Ende für heute. Ich bedanke mich und wie immer, unten Kommentare, Abo, Follow, Likes, wie auch immer. Wir würden uns sehr freuen und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.